Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 9. September. So spricht der Herr, rufe mich an, so will ich dir anzeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Jeremia 33, Verse 2 und 3. Bei diesem Wort wird man ja richtig gespannt, was das wohl für große und gewaltige Dinge sind. Man denkt unwillkürlich an riesige Umwälzungen in der Welt, an gewaltige Katastrophen oder unerhörte technische Erfolge, dass die Kriege abgeschafft werden, dass der Mensch zu den fernen Sternen vordringt oder dass der Hunger in der Welt endgültig beseitigt wird. Große und gewaltige Dinge. Was meint der Herr damit? Man muss ein wenig weiterlesen in den Worten des Propheten Jeremia. Dann stößt man darauf und dann staunt man. Da wird nämlich gesagt, um was es geht. Ich will ihnen vergeben alle Missetaten, damit sie wieder mich gesündigt und übertreten haben. Vergebung der Sünden. Das ist gemeint mit der Bezeichnung große und gewaltige Dinge. Vielen Menschen wird das nur ein Achselzucken oder ein Lächeln abnötigen. Vergebung der Sünden, das soll groß und gewaltig sein? Ja, der Herr sagt es, und wer die Vergebung der Sünden im Gewissen erfahren hat, der begreift, wie groß und gewaltig sie ist. Denn unsere Sünden sind eine schreckliche Wirklichkeit, die wir nicht wegschieben können, und auch Gott kann sie nicht einfach wegschieben. Das verbietet ihm seine Gerechtigkeit. Wir können nur durch Recht erlöst werden. Unsere Übertretungen erfordern Strafe und Gericht. Und das ist nun das große und gewaltige Ding, das Gott seinen Sohn zum Stellvertreter und Bürgen gab, der an unserer Stadt bezahlt und gebüßt hat. Herr, öffne mir die Augen für das Wunder der Vergebung und lass mich es erfahren. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.